Herr Spork, seit 2016 hat sich Ihr Verein mit vielen Veranstaltungen und Projekten zur Aufgabe gemacht, hilfsbedürftigen Menschen in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Wie aufwendig ist es für Sie und Ihrem Verein, eine Planung bis zur Umsetzung zu realisieren? Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf die verschiedenen Veranstaltungen an. Die Veranstaltung heute war vergleichsweise einfach. Da hatten wir gar keine Schwierigkeiten, weil sämtliche in Frage kommenden Spender und Zulieferanten eigentlich da sofort sämtliche Beteiligten da eigentlich sofort ansprechbar waren und es da überhaupt keine Schwierigkeiten gab. Es gibt natürlich andere Veranstaltungen, wie beispielsweise den Wunscherfüller, wo wir jedes Jahr auf der Suche sind nach Ausstellungsräumen. Da ist es etwas schwieriger, aber normalerweise haben wir fast keine Schwierigkeiten und da bin ich sehr dankbar für, dass das so gut immer klappt. Was die Sponsoren dieser Veranstaltung betreffen, gibt es hierbei eine spürbare Zurückhaltung gegenüber der Zeit vor dem Lockdown? Ganz im Gegenteil. Also tatsächlich stelle ich fest, dass seit Corona, seit dem Lockdown, die Unterstützungsbereitschaft, die Spendenbereitschaft sogar noch größer geworden ist. Und habe das Gefühl, dass viele Leute uns gerne unterstützen und gerne dabei sind, wenn wir unsere Veranstaltungen machen. Also von daher muss ich sagen, seit Corona fühlt sich das Ganze wieder richtig gut an, weil man einfach merkt, dass da Hilfsbereitschaft in allen Teilen der Bevölkerung da ist. Sind Sie mit dem heutigen Ablauf zufrieden und entspricht die Anzahl der Besucher Ihren Erwartungen? Erwartungen hatte ich gar nicht wirklich, weil es ist ja immer ein bisschen schwierig mit neuen Veranstaltungsformaten. Wir hatten das ja zuletzt am 1. April bei Frisur und Frühstück, wo wir eben auch nicht wussten, wie viele kommen. Letztendlich war die Besucherzahl fast viermal so hoch wie erwartet. Und auch heute, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ich hatte so gar keine Vorstellung davon, wie viele kommen würden. Und muss sagen, es ist tatsächlich sehr gut besucht. Ich freue mich darüber, dass so viele Leute kommen, auch so viele bekannte Gesichter wieder da sind. Von daher bin ich sehr zufrieden. Tolle Veranstaltung. Es gefällt mir gerade richtig gut, wie viele Leute hier sind. Ihr Verein hat mit seinen Projekten sehr viel Zuspruch erhalten und wurde hierfür sogar von der IHK Braunschweig mit dem Sozialtransferpreis ausgezeichnet. Sind weitere Projekte in der Planung? Ja. Weil wir haben jetzt dieses Sommerfest gerade zum ersten Mal gemacht und so wie das gerade läuft, ist das sehr zufriedenstellend und deshalb würde ich das gerne nächstes Jahr eben auch wieder machen. Gleichzeitig haben wir jetzt im Frühjahr mit Frisur und Frühstück bei Be Different zum ersten Mal angefangen, wo wir Leute eingeladen haben zu einem Friseursalon und auch das wollen wir gerne wiederholen. Und weitere neue Projekte sind jetzt erstmal nicht geplant, aber die wir gerade angefangen haben, die würde ich gerne vorführen. Und zum Abschluss einige Stimmen der Gäste. Ja, ich bin heute hier bei Weihnachten für alle und die Aktion finde ich super. Es ist ausreichend für Verpflegung gesorgt. Die Leute sind zufrieden. Also Hut ab, das ist eine ganz tolle Aktion. Genau, weiter so. Also die Veranstaltung hier ist wunderbar, es sind sehr nette Leute hier und es macht sehr viel Spaß und man wird richtig gut satt und alle höflich und gute Laune. Ja, das ist eine tolle Veranstaltung hier von Thomas Spork und Weihnachten für alle. Gibt lecker Essen, lecker Trinken, Eis gibt's auch noch. Ja, also ich finde das hier ganz toll, nette Menschen gibt's auch, super. Damit kann ich mich halt nur anschließen, dass es bis jetzt immer noch gut war und gut ist. Ich werde mich hier auf jeden Fall noch umgucken, noch drinnen. Also, ja. Ich finde diese Anlässe ausgezeichnet, gerade für ältere Alleinstehende. Und ich kenne das gar nicht, ich bin keine Braunschweigerin und ich bin so dankbar dafür.